Vor einigen Tagen haben wir das erste Mal offizielles Tears of the Kingdom Gameplay gesehen. In diesem haben wir auch einige neue Features und Fähigkeiten von Link gesehen, wie zum Beispiel die Ultra Hand. Und um diese soll es auch in diesem Video gehen. Denn mit der Ultra Hand ist es möglich, mit Links künstlichem Arm Gegenstände zu verschieben und miteinander zu verschmelzen. Und das ist ein wirklich sehr, sehr nützliches Feature. Und mit diesem Feature ist extrem viel möglich. AGI Numa hat im Gameplay nämlich aus ein paar Holzbaumstämmen und ein paar Ventilatoren oder so einfach mal ein Boot und eine Luftmaschine gebaut. Und wenn es so einfach möglich ist, dann sind große Konstrukte auch wirklich nicht weit entfernt. Man muss natürlich auch bedenken, dass er das Feature gerade mal angeteasert hat und es wahrscheinlich noch viel mehr Möglichkeiten gibt, als wir gerade wissen. Und ich freue mich da wirklich doll drauf. Nun stellt sich aber für mich die Frage, wenn man Flugmaschinen bauen kann und so, kann man dann auch Häuser bauen? Ich meine, wie cool wäre es einfach, wenn man in der Welt von Hyrule nach Belieben Häuser platzieren kann und einfach ein bisschen was bauen kann. Und da kommen jetzt mal zwei Zitate von AGI Numa ins Spiel. Das erste Zitat ist folgendes. Im Nachfolger Tears of the Kingdom wird die freie Vorstellungskraft der Spieler mit neuem Gameplay gefüllt, welches eine Veränderung der Spielewelt hervorbringen wird. Und das zweite Zitat ist, wenn das hier möglich ist, geht doch bestimmt auch das. In diesem Spiel können sie so viele Dinge tun, wenn sie einfach nur über die Möglichkeiten nachdenken. Und das klingt für mich wirklich so, dass man nach Belieben und nach Freiheit einfach alles bauen kann, was man will. Wenn das wirklich stimmt, wäre es einfach das Größte und Beste, was gefühlt passieren kann. Denn man hätte dann so viele Möglichkeiten, was man in diesem Spiel einfach machen kann. Man könnte dann einfach sehr, sehr lange farmen und sich von den Rohstoffen dann riesige Häuser oder Flugmaschinen bauen. Doch da gibt es eventuell einen kleinen Haken. Denn die Sache ist die, dass in dem Gameplay-Aufzeichnung bereits zweimal so eine Holzstruktur gesichtet wurde. Und es wirkt für mich irgendwie so, als sind diese Holzstrukturen so Grundflächen, wo man ein Haus bauen kann. Bedeutet, dass man zwar frei in der Natur bauen kann, aber das Einzige, was wirklich gespeichert wird, das auf diesen verschiedenen Holzstrukturen ist. Das wäre zwar immer noch ein cooles Feature, aber natürlich längst nicht mehr so cool, als wenn man komplette Freiheit hat. Ich hoffe natürlich, dass die Holzplattform in erster Linie damit gar nichts zu tun haben und dass, wenn man irgendwo in der Welt in der Natur ein Haus baut, dass das Haus da auch einfach bleibt. Aber andererseits kann es jetzt auch nicht sein, dass ich eine komplette Stadt baue, das Spiel extrem laggt und ich jedes Mal, wenn ich reingehe, wieder in dieser Stadt bin und es so laggt und gar nicht mit dem Spiel richtig klarkomme. Außerdem muss man ja auch bedenken, dass der Speicherplatz im Spiel begrenzt ist. Man kann also schlicht und ergreifend einfach nicht unendlich viel bauen. Das geht leider einfach nicht. Was ich mir ebenfalls vorstellen könnte, ist, dass wenn man etwas Bestimmtes baut, es irgendwie durch eine Sheikah-Technologie abspeichern kann, dann ein Modul oder ein Item kriegt, zum Beispiel ähnlich wie das Eponata Zero, und das dann immer und immer wieder spawnen kann. Wäre an sich auch cool, ich würde es aber immer noch am besten finden, dass wenn man etwas baut, das auch wirklich da bleibt. Ich hoffe einfach, dass man seine Kreativität möglichst frei nutzen kann und auch außerhalb der Story möglichst viel in diesem Spiel tun kann. In BOTW entstand die Langzeitmotivation hauptsächlich ja durch die Erkundung der Landschaft. Und in TOTK könnte es einfach durch das Bauen und durch die Kreativität sein. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Denkt ihr, man wird Häuser bauen können? Abonniert sehr gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Zelda Tears of the Kingdom Videos mehr verpassen wollt. Ich verlinke euch hier jetzt noch zwei weitere TOTK Videos. Habt noch einen wunderbaren Tag und ciao.